Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der Sportfreunde Bad Ems. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage treten die Sportfreunde heute gegen den TuS Gückingen, den Tabellendritten, an. Aufgrund vieler Ausfälle auf beiden Seiten sollte es aber ein etwas anderes Spiel werden, wie viele es vielleicht erwartet hätten. Die Sportfreunde treten heute in folgender Aufstellung an. Marlon startet im Tor, die Viererkette mit Cosmin, John, Sajoscha und Micha, davor das Mittelfeld mit Dennis, Arthur, Nico und Paul und im Angriff starten Egor und Marcel. Bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen pfeift der Schiedsrichter die Partie an und die erste Halbchance haben die Gäste aus Gückingen. Ball kommt hier auf Höhe der 16er Linie und der Schuss kommt aufs Tor und Marlon, etwas von der Sonne geblendet, geht da lieber auf Nummer sicher. 24. Spielminute, jetzt Eckball für die TuS aus Gückingen. Und am zweiten Pfosten dann der Kopfball, aber viel zu ungezielt und deshalb ungefährlich. 25. Spielminute, jetzt die erste Möglichkeit für die Sportfreunde. Dennis verpasst hier erstmal den Abschluss, setzt sich dann aber im Strafraum schön durch und schießt ab. Aber der Keeper ist auf dem Posten und kann sicher klären. Die darauffolgende Ecke. Egor jetzt auf Paul und der schießt direkt und der Keeper mit einer Klassenparade und er ist auch auf dem Posten beim Nachschuss von Egor. Die Sportfreunde bleiben am Drücker. Cosmin spielt jetzt den Ball raus auf Egor. Der Ball jetzt zu Arthur. Der spielt auf Nico und der fasst sich ein Herz, zieht ab, aber leider ein wenig zu hoch gezielt und der Keeper muss nicht eingreifen. Da ist diese Spielminute, die Sportfreunde müssen zum ersten Mal wechseln. John muss verletzungsbedingt das Feld räumen. Die Position von ihm übernimmt Jean. Wir sind jetzt in der 37. Spielminute. Egor setzt sich hier schön über die linke Seite durch. Dennis kommt im Strafraum an den Ball, dreht sich, aber auch hier der Keeper wieder auf dem Posten. Wir sind jetzt schon kurz vor der Halbzeit. 39. Spielminute, gute Möglichkeit jetzt hier für Gückingen. Ball wird durchgesteckt und der Angreifer kommt zum Abschluss, aber er zielt neben das Tor. Jetzt ein langer Einwurf wieder von der TuS und wieder mit einem Kopfball, diesmal brandgefährlich. Ball schlägt an die Latte, da wäre Marlon chancenlos gewesen. 44. Spielminute, jetzt hier eine tolle Hereingabe von Paul. Dennis ist am zweiten Pfosten da, drückt den Ball über die Linie, aber der Schiedsrichter hat eine Abseitsposition gesehen. Und die Sportfreunde hatten noch eine Top-Chance. Egor hier schön auf dem Weg in die Mitte, spielt dann auf links raus auf Marcel und der fackelt nicht lange und sein Schlenzer geht ganz knapp neben den Pfosten. Das wäre ein tolles Tor geworden. So geht es aber mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeit. Und wie schon im letzten Spiel sollte es direkt nach dem Anpfiff wieder bitter werden für die Sportfreunde. Es gibt hier jetzt einen Freistoß für die Gäste und der Ball segelt lang in den Strafraum und die Sportfreunde ein wenig unsortiert und der Angreifer nutzt dies aus und drückt den Ball über die Linie. Die nächste Möglichkeit hatten wieder die Gäste. Schöner Steckpass hier und der Angreifer wird dann aber nach außen abgedrängt und sein Abschluss geht daher nur gegen das Außennetz. Den Rest des Spiels waren nur noch die Sportfreunde zu sehen. Hier dringt Paul in den Strafraum ein und Dennis am langen Ende. Aber auch hier gleiches Thema wie eben. Zu spitzer Winkel, Ball nur gegen das Außennetz. Jetzt ein langer Abschlag von Marlon. Paul setzt sich hier schön durch und er bringt die Flanke direkt rein und Cebo per Kopf, aber zu ungenau. Aber auch die nächste Möglichkeit hat es wieder in sich. Langer Ball von Cosmin und Dennis kommt mit dem Kopf ran. Aber er kann dem Ball keine entscheidende Richtungsänderung mehr mitgeben. Arthur spielt jetzt hier einen Ball auf Cosmin, der im Strafraum hier zu Fall gebracht wird. Aber das ist doch etwas zu wenig für einen Elfmeter. Und es läuft der Konter der TuS. Hier jetzt über die rechte Seite. Mit schnellen Schritten und Doppelpass geht es in den Strafraum. Aber Marlon ist einmal mehr da und hält seine Mannschaft im Spiel. 70. Spielminute, jetzt wieder ein langer Abschlag von Marlon. Dennis setzt sich hier durch und seine Hereingabe kommt vors Tor und
Da ist der Ausgleich. Der Verteidiger lenkt den Ball per Kopf ins eigene Tor und die Sportfreunde egalisieren. Und jetzt wollten die Sportfreunde mehr. Hegor spielt den Ball wieder raus auf Paul, diesmal über die linke Seite. Er spielt auf Micha. Micha verpasst hier den Moment des Abschlusses und sein Schuss wird dann schlussendlich geblockt und es gibt Eckball. Auch hier wieder Hegor und Paul gemeinsam. Und wieder schließt Paul ab, aber der war dann doch etwas verzogen. 87. Spielminute, Micha schlägt den Ball hier nach vorne und Paul erobert den Ball. Versucht dann abzuschließen, schlägt noch einen Haken, Cebo nochmal am Ball und Dennis mit dem Abschluss mit links. Der ist aber dann leider ungefährlich. Die letzte Szene des Spiels haben noch einmal die Gäste aus Göckingen. Sie arbeiten sich hier gut in den Strafraum vor, aber die beiden Angreifer behindern sich gegenseitig und Jean kann dann schlussendlich den Ball klären. So wird dann die Partie pünktlich abgepfiffen. Und die Teams trennen sich mit einem 1:1 Unentschieden. Am kommenden Sonntag müssen die Sportfreunde zum nächsten Ligaspiel, diesmal auswärts ran. Am 14.04. reist das Team zum TuS Katzenelbum Klingelbach, um die Partie um 14.30 Uhr zu bestreiten. Über zahlreiche Unterstützung würde sich das Team wie immer sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den abschließenden Interviews. Macht's gut! Ja, Josh, 1:1 gegen den Tabellendritten aus Göckingen. Erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen? Ich bin sehr zwiegespalten. Die erste Halbzeit waren wir richtig am Drücker. Wir hatten viel Ballbesitz gehabt, hatten auch die ein oder andere Chance gehabt, um das Ding in der ersten Halbzeit schon zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit, so wie wir das manchmal von uns gewohnt sind, ne, so die ersten 10, 15 Minuten haben wir einfach gebraucht, um reinzukommen, haben uns dann aber wieder gefangen und als Mannschaft wirklich dann zusammen auch den Punkt geholt. Also von daher auch gegen den Dritten wirklich wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Danke dir für die Analyse. Ja, Coach, 1:1 gegen den Tabellendritten aus Göckingen. Erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen? Ich glaube, wenn beide Mannschaften in voller Besetzung hier antreten, dann wird das ein komplett anderes Spiel. Ich habe es eben schon zum Trainer, zum Marco von Göckingen gesagt, wenn die Spieler, die alle heute gefehlt haben, wenn die alle da wären, dann hätten wir zusammen auf beiden Seiten, glaube ich, eine gute Bezirksliga-Mannschaft. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, was heute da an Qualität auf beiden Seiten gefehlt hat. Dementsprechend war es, glaube ich, auch nicht so ganz das Spiel, was zu erwarten war, wenn der Dritte gegen den Sechsten spielt. Es war halt dann wirklich in beiden Phasen ein Kampfspiel, wo wir einfach körperlich an unsere Grenzen gehen mussten. Aber erst dazu machen wir es auch spielerisch gut. Haben sehr viel Ballbesitz, deutlich mehr wie der Gegner. Zweite Halbzeit werden wir dann halt geschockt von dem 1-0 direkt nach der Halbzeit. Das war ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, ansonsten, wir hatten eigentlich da den etwas besseren Zug zum Tor. Wenn wir das Tor nicht kassieren und wir in Führung gehen, ich glaube, dann können wir hier gewinnen. So. Geht das Unentschieden in Ordnung. Danke dir für die Zusammenfassung.